Ja, und bei den anderen Rüstungsteilen steht genau dasselbe von Levi. So, aber diese Rüstung wollte ich unbedingt haben. Denn wie man sehen kann, sie ist sogar unaufgestuft, teilweise besser als meine aktuelle. Also der Helm schon mal, bis auf Blitz, ist es ein Punkt schlechter, aber alles andere ist besser. Die Grundrüstung ist in den Resistenzen her besser, aber nicht physisch. Das werden wir auch demnächst ändern, wenn wir es upgraden. Stulpen sind viel besser, wiegen aber auch einiges mehr. Und die Beinsachen. Ja, die sind fast gleichwertig. So. Genau, guckt euch uns an. Sehen wir nicht schick aus jetzt in der neuen Ausrüstung? Das ist die Endrüstung, die ich haben wollte, nämlich. So. An dem Leuchtfeuer können wir rasten und mal aufsteigen. Zwei Level-Ups sollten drin sein in Wille. So. Ausrüstung reparieren sollten wir auch mal. Sogar unsere Elite-Ritter-Rüstung. Auch wenn wir sie jetzt für eine Weile wahrscheinlich einmotten werden. So. Denn was wir vor allem mit der Paladin-Rüstung haben, sind sehr hohe Resistenzen in den Sachen, in Gift, Blutung und so weiter. Vor allem Fluch. Und gerade Fluch ist eine sehr nervige Sache. So, ich kann das euch gerade noch mal zeigen. In unseren Stats. Wir haben jetzt eine Fluchresistenz von 187 durch diese Rüstung. So. Und wir haben die erste Seele bekommen. Wir könnten jetzt theoretisch mit Fremd reden, der würde uns allerdings nichts Neues sagen. Und die Rüstung raschelt cool. Sondern wir können hier mit Patches reden. Hallo. Oh, we meet again. How many of you are there? You've come at the perfect time. I'm done with the looting. I'm a humble merchant now. And wondrous treasures have I. At a special price for you. There you are. Have a nice look at them. Oh, relax. No more funny business out of me, my friend. Ja, wir haben Patches verschont. Und haben ihm sozusagen die Möglichkeit zur Reue gegeben. Wir haben ja auch schon Mist gebaut scheinbar und haben uns bei wie heißt er nochmal, der Ablassprediger oben, ich weiß nicht, Oswald aus Karim, genau. Bei ihm haben wir auch schon für unsere Sünden um Vergebung gebeten. Have you met that backwoods Shiva? Believe me on this one, bruv. The man is trouble. I can see it in his eyes. I just can. No doubt about it. Watch him. Ja, er warnt uns vor Shiva. Have you met that sunbathing Solaire? Believe me on this one, bruv. He's a complete idiot. But he happens to be an awfully strong idiot. So just nod your head and keep him on your side. Also ja, er hat's ein bisschen unfreundlich ausgedrückt, dass Solaire ein bisschen ballerballer ist, aber das interessiert uns nicht gerade so sehr. Have you met Petrus? That self-proclaimed cleric? Believe me on this one, bruv. The man is scum. Don't you be fooled by his claims to do good. They're all the same, those rotten clerics. Ja, also Petrus auf jeden Fall. Boy, have you met Lautrec the Embraced? Believe me on this one, bruv. He's completely mad. He wouldn't think twice about cutting somebody down. So watch out for him. Especially if you've humanity to spare. Ja, also er sagt uns wirklich. I'm done with the looting. I'm a humble merchant now. And wondrous treasures. I'm done with the loot. Ja, er hat uns über ein paar Leute was erzählt, denen wir schon begegnet sind. Also über Solaire, der ziemlich stark ist. Aber auch, naja.
Er hat schon ein bisschen was an der Klatsche mit seinem, er möchte eine Sonne finden oder eine Sonne werden. Auch wenn ich es höflich ausdrücken würde, er hat halt einen großen Traum. Hust, hust. Dann hat er uns natürlich vor Lordwick gewarnt, ein bisschen zu spät, weil wir ihn ja nicht, weil wir Patches nicht früher gefunden haben. Lordwick haben wir nämlich schon getötet, weil er die Feuerhüterin getötet hat. Dass Petrus Abschaum ist, wissen wir, weil er hat Rhea in den Katakomben zurückgelassen, beziehungsweise im Grabmal der Riesen. Und wer war der Erste, von dem er gesprochen hat? Seht ihr, das weiß ich jetzt schon gar nicht mehr. Soler, Petrus, Lautrek. Puh. Ist egal. Gegenstand kaufen. Er hat nämlich erstmal viel zu teuer Heilung für uns. Aber was er hat, ist der Leinenwand-Talisman. Dieser Talisman ist, sobald wir Wille 27 haben, der beste Talisman für uns. Deswegen nehmen wir den einfach gleich mit. Und das Telefon klingelt. Ich bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Entschuldigt die kurze Unterbrechung. So, wo war ich stehen geblieben? Ja, Petrus verkauft auch die Masken des Pinwheels. Da können wir uns alle drei angucken. Eine der drei Masken des Feuerrats, des Nekromanten, der des Grabesfürsten Machtstahl und die in den Katakomben herrscht. Mit dieser Maske, die dem tapferen Vater gehört, lässt sich die Last, die man tragen kann, leicht erhöhen. Diese Maske der gütigen Mutter gehört, erhöht die Zahl der TP geringfügig. Die Maske, die dem einfältigen Sprössling gehört, erhöht das Tempo der Ausdauerregeneration ein wenig. Ja, also nichts Besonderes. Und er verkauft Klerikerausrüstung. Also eine richtige Klerikerrüstung sogar. Von den für ihre Unbeugsamkeit im Kampf berühmten Kriegerklerikern des Weißen Pfades getragene Rüstung. Gehören da nicht Kommas rein normalerweise? Wie auch immer. Da sie von erheblichem Gewicht und Ausmaß ist, wirkt ihr Träger ungewöhnlich groß. Also ja, das ist so die Rüstung, die Petrus, glaube ich, trägt. Oder er trägt sogar die im Spiel nicht vorhandene Elite-Kleriker-Rüstung. Okay. Von ihm haben wir es gekauft. Right. Good stuff, eh? Don't you forget who got it for you. Ja, danke. Auch wenn ich nicht gerade glaube, dass du sie auf ehrliche Weise bekommen hast. So, nächste Station Rhea, die wir gerettet haben. Hey Petrus, wir haben deine Lady gerettet. Was sagst du dazu? Oh, it's you. You rescued my lady. Well, a pity that is, for it will amount to nothing. For the little madam is not worth her salt without her family name. Ja, okay. Come again. Er ist wirklich ein Riesenpiep. Oh, miracles. Come again. Ja. Deswegen gucken wir mal nach Rhea. Die ist hier oben nämlich und die sollten wir eigentlich sofort besuchen, nachdem wir sie gerettet haben. So, einmal den Weg hoch, bitte. Und ja, die Rüstung sieht cool aus, nicht wahr? So, denn wir müssen mindestens einmal mit ihr sprechen. Sie ist nämlich hier. Hallo. Hello. I will never forget what you did. I am deeply indebted. For it was not within my power to save Vince or Nico. I cannot thank you enough. In case you have not heard, I am Rhea of Thoroland. I only wish there was some way I could help you. But I am inexperienced and I only know the art of miracles. If that could be of any help, speak to me again. Ja, Wunder helfen uns sehr. Would a miracle be of any help to you? I would be most pleased if that were so. May we discuss miracles then?
Ja, können wir. Wir können einen Eid bei ihr leisten, also dem Weißen Pfad wieder beitreten. Was wir nicht wollen, wir können Gegenstände kaufen und reden. Realized my weakness all along, and thus made the decision to abandon me. I can hardly blame him now. Aber ich kann es. Ich würde ihm am liebsten abmucksen, wenn das nicht eine Sünde wäre. Also er hat mir selber nichts getan. Ich kann ihn nicht einfach töten. Er muss einer anderen Gerechtigkeit offen liegen oder so ähnlich. Okay. Sie hat nichts Neues zu sagen, also kaufen wir uns bei ihr mal was. Nämlich, wie man sehen kann, können wir uns bei ihr sehr günstig Heilung kaufen und Rückkehr. Zwei meiner Meinung nach wichtige Zauber. Wir könnten auch noch Ratsuchen kaufen, aber will ich nicht. Und ein Talisman. Ach, kaufen wir den göttlichen Segen noch. So, danke. Then be safe. Ja, wir werden vielleicht nochmal wiederkommen und die große Heilung holen. Aber im Augenblick bin ich zufrieden mit dem, was wir haben. So, wieder abwärts. Dumm, dumm, dumm. Danke. Zurück zum Feuerbandschrein. Gerne nochmal mit Petrus reden. Oh, Miracle. Nö. Come again. Ah ja, Petrus einfach töten, das würde ich gerne. Aber ich töte nicht so einfach Menschen. Oh, hello there. I'm pleased to see you, as always. Du hast auch nichts Neues zu sagen, oder? A teacher, whom I imagine still resides in the great swamp, had a funny way of putting it. He said that pyromancy is the ultimate fantasy. We're born in the dark. And warmed by fire, but this fire we cannot touch. Those whose fascination with fire persists learn to hold it in their own hand. He rather had a way with words, the old withering frog. Okay, I hatte was Neues. In this land, pyromancers earn a certain respect. The Witch of Izalith, one of the legendary lords, is the godmother of pyromancy. So the day I became undead, I was ecstatic. I felt as if I'd been chosen to attune myself to the ancient arts. Of course, it wasn't all that romantic in the end. The pyromancer's flame is the flame of the priest. Also ja. Goodbye then. Be sad, though you dead. Ich wage schon nicht zu Hilfe zu werden. Er ist, wie viele auch, wegen den ganzen Mythen und Legenden hergekommen, hat er jetzt mal zugegeben. Oh, und Master Logan. Also Biquette Logan ist verschwunden. Oh, there you are. Just so you know, Master Logan has left on his own again. It seems that he is still determined to find the famed regal archives in Anor Londo. I intend to search for him. Only before I leave, there is one thing I wish to do. You see, Master Logan has left most of his books. With them, I could teach you Logan sorcery. You have done much to assist me. Before I leave on this journey, I will teach you all that Logan has to share. Ja, also Logan ist weg. Sein Schüler hat seine Lehren, seine Bücher bekommen und kann mir dadurch seine Zauber beibringen, theoretisch. Oh, you made it. Then let us, as promised, I shall bequeath Master Logan's sorcery to you. Ja. It's not that I'm concerned for Master Logan's welfare. Even in this treacherous land, Logan's skills are unmatched. He is a true hero. No, the reason I seek Logan is, well, it's really my own conceit now, isn't it? Ah ja. It's not that I'm concerned, even in this... No, well... It's not that I'm concerned, even... No, okay, mehr sagt er nicht. Und er verkauft uns, wie gesagt, Logans Magie. Seelenspeer für 40.000 Seelen. Ja, großer, schwerer Seelenpfeil. Zauberwaffe, also ja, hauptsächlich den Seelenspeer, so wie es aussieht, ist neu. Beschleuniger des Zauberers und die Ringe. Okay. Goodbye then. Do stay.
Gut, das heißt, wir haben wieder mit jedem hier geredet, außer mit Fremd. Der hat aber eh nichts zu sagen. Einmal bodenlose Kiste, bitte. Dumm. Habe ich noch was, was ich wegtun möchte? Ja, fürs Erste den Talisman eigentlich. Oh, und ich möchte... Ne, die Schädellaterne behalte ich im Inventar. Die brauchen wir nämlich an einer Stelle. Zauber einstimmen wollte ich. Ich wollte nämlich den Lichtschein mal raustun für eine Heilung. So, und jetzt will ich mich teleportieren nach Anno Londo.